Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Milliarden-Challenge von der Nordfriesischen Marsch. Hallo! Da ist der Ende wieder. So, und ihr seht, hier sind wir am Unkraut vernichten. Mit der Spritze unterwegs. So, aber das ist nicht das Einzige, was mittlerweile in Gang ich noch gesetzt habe. So, jetzt müssen wir. Ach, hier ist er fertig, glaube ich, ne? So, ist jetzt hier. Ich bin jetzt hier hingefahren. Ich verstehe jetzt nicht. Ach. Falsch hier. Du hast zu 49 fahren. Ich so, so wahrscheinlich verklickt hier. Ach, was macht der denn jetzt wieder? Also, das ist auch so was, was ich mittlerweile nicht mehr so ganz verstehe. Warum er beim Dreschen diesen komischen Bogen gemäht, vor allen Dingen wenn er hier am Roden ist, versteht er noch weniger. Und wieder vorwärts. Da würde ich sagen, fahren wir mal eben das Vorgewende hier selber. Kann nicht sein, dass ich hier alle 5 Minuten hier eingreifen muss. Dass das hier nicht funktioniert. Also, das ist komisch. Dass das nicht funktioniert. Ach, jetzt habe ich wieder nicht darauf geachtet, wie die Werte waren. Ach Gott, Freunde. Prost übrigens, ich trinke mal schon. Übrigens, bei mir ist immer noch das Jahr 2023, nur zur Information. Also falls jetzt der eine oder andere sagt, wenn er dieses Video sieht, ist es ja doch schon etwas fortgeschrittener. Weil wir haben ja auch heute Karnevalssonntag, sehe ich gerade. Ja, es ist Karnevalssonntag. Ja. Karneval, Fastelovend. Seht mal hier im Rheinland. Fastelovend. Der Straßenkarneval hat angefangen. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Bevor ich jetzt abgekommen bin, ich weiß es ja nicht mehr, aber egal. Wie gesagt, ach so, bei mir ist immer noch 2023. Für diejenigen, die jetzt sagen, oh, der fährt aber mit einer alten Cosplay-Version oder vielleicht mit einer alten Autodrive-Version. Ja, für mich ist die vollkommen aktuell, also da ist alles gut. Nur nochmal zur Erklärung, ich nehme das Ganze im Voraus auf, weil ich auch im Jahr 2024 nicht mehr so die Zeit haben werde. Im Moment habe ich Urlaub. Und Urlaub. Und dann haben wir heute ja Silvester. Silvester, ja. Und bevor die großen Feierlichkeiten losgehen, habe ich mir gedacht, ja, komm Andy, kannst du doch noch, ne? Zumindest die Staffel jetzt hier noch zu Ende aufnehmen. Und wäre doch ganz gut, wenn wir die Staffel hier noch fertig kriegen. In diesem Jahr habe ich nämlich etwas länger Ruhe. Genau zu sein, bis März habe ich dann Ruhe. Vor allen Dingen habe ich im Januar, Februar das ein oder andere Ziel, was ich gerne noch erreichen möchte. Von daher, wenn es dann soweit ist, werde ich es mit Sicherheit irgendwann sagen. Aber im Moment behalte ich das erst nochmal für mich. Ah, jetzt steht da Dingen da im Weg. Ah. Gut, dann müssen wir das mal eben anders machen. Da wird auch wieder irgendwas blockiert. Ach, guck mal, er fährt los. Haben wir aber Glück gehabt. Uiuiuiuiuiui. Da haben wir jetzt immer Glück gehabt.
weil es sind hier noch gar nicht so viel Rüben hier drinne. Zuckerrüben. Hey, hallo? So, ich wollte gerade sagen, warum drosselt er jetzt die Geschwindigkeit nicht, aber ist ja logisch. Ist ja erstmal hier die Höchstgeschwindigkeit, dass wir runterdrosseln. So, wo bleibt er jetzt? Der Kollege hier. Hm? Kollege Pumpendickel, wo bist du denn? Ja, Kollege Puppendicke, was ist denn los hier? Mach mal voran, ey. Brauchen wir denn hier so lange? Ich hab gesagt, hier ist noch nicht viel drin. 358.000 sehe ich gerade. Ja, hallo, was ist denn los? Fahr doch mal weg, ey. Alter, was hat er denn jetzt für ein Problem? Ist schon noch im Feld der Dingen. Ach, nö, 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 nö. Ach, er sieht jetzt, ach. Er sieht was. Mhm. Ich ahne da auch was, ja. Naja, egal. So. Jetzt biegt er ab. Jawohl, so ist es schön, ne? So, was ist denn hier los? Ach, du heiliger Schnickschnack. Jetzt kommen die hier nicht aneinander vorbei, oder was? Ei, ei, ei. Okay, einfach so ungünstig hier. Das müssen wir eben hier selber machen. So. Aha. Der tankt den jetzt ab. Wunderbar. Ach, hier. Ach, das ist jetzt ein Problem hier. So, hier sind wir mit dem Maisernte beschäftigt. Auf diesem Feld hier. Weiß gar nicht, wie gesagt, die Werte dort waren. Hab ich jetzt nicht mehr im Kopf. Hallo? Aber jetzt sind wir hier schon mal bei 92, hier bei 86. Das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Der Wert hat sich hier um ein, ja, doch ein bisschen verbessert. Ja, leider haben wir hier, ja, die Werte, naja, egal. Die werden sich ja nicht verändern, das heißt, der Durchschnitt wird nicht besser werden. So. So, 51.000, sehr schön. Aha. Hier sind wir schön dabei. So. Erster Wegpunkt. Schnell hier rüberfahren, machen wir dann eben schnell selber. Machen wir das jetzt hier ordentlich. So, dass wir jetzt gleich hier Gras drauf sehen können, um dann hier dieses neue Feld einzupflegen. Generieren. Interessant, wie der fährt. Sehr interessant. Okay. So, Feld 48. Kurs speichern. Meter war das, ne? Nicht 12,78. So, das New steht für, ne, die neue Feldgröße. Ist schon der nächste Kollege. So, hier müssen wir mal gucken, da wir hier mal ein bisschen nachfüllen, glaube ich. Da war irgendwie was.
schon voll. Ah ja, sehr schön. Ist schon voll. Der eigentlich noch cooler wäre, wenn man das Teil so bauen könnte, dass das direkt hier reinfließt, aber dann könnte man auch, glaube ich, nichts mehr anderes hier abladen. Das ist dann so das andere Problem. Bis zu 111, NFFM 111. Also das heißt, hier haben wir den Schnapszahl. Kann ja ein bisschen wie besoffen durch die Gegend fahren. Sind auf jeden Fall schon wieder hier ein paar Liter über Nacht hier zusammengekommen. Also das ist jetzt die zweite Schaufel, sind schon wieder 20.000 Liter. Was ganz schön viel brauchen wir denn hier überhaupt? Hier ist Zimmerreihe Holzbau. Oh, müsste ich vielleicht nochmal ändern hier, oder? Passt irgendwie nicht so ganz hier. Ah ja, okay. Sieht aber mittlerweile ein bisschen komisch aus, ne? Also, muss ich ja mal sagen. Ah ja. Wieder voll. Eieieiei. Ja, das war's dann auch schon wieder für die heutige Sonntagsfolge. Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Unglaublich. Unglaublich, Freunde. Unglaublich. Ich war ja wieder hochkonzentriert. Da vergeht die Zeit so um ein Vielfaches schneller. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Morgen einen guten Start in die Woche. Das war's von mir, euer Andy und bye bye.